Nach 10 Jahren ist das deutsche Volk reif für ein Outing. Sprich, ja, wir gucken das Dschungelcamp und das ist auch gut so. Wir wollen unsere Leidenschaft für die intellektuellen Sparflammen in der Gesellschaft nicht länger verbergen. Wir haben ein Herz für textilarme Ösi-Zicken und wir freuen uns, wenn die C-Promis mal wieder Pech beim Denken haben. Anders ist die Quote auch nicht zu erklären. Gudrun Altorge über 2 besonders prachtvolle Objekte unserer Begierde vor und nach ihrer Ankunft im Dschungel. Berlin vor einer Woche. Letzte Schritte auf deutschem Boden. Noch ist Winfried Glatzeder Herr der Lage. Einen Langstreckenflug später wird nichts mehr sein wie vorher. So. Wie geht's Ihnen denn jetzt, so kurz vorher? Ja, leichte Angstanfälle. Weil das ist ja leider dann zu Ende, dass man hier gestretcht wird. Herzlichen Dank nochmal. Ja. Vielen Dank. Also viel Erfolg. Ja. Ihre Karte noch. Weil ich habe, wenn ich zurückkomme, vielleicht komme ich ja im Rollstuhl zurück. Und dann brauchen Sie ein größeres Auto. Ja. Sie durch. Viel Erfolg, okay? Und schon wartet die erste Prüfung in Gestalt von Julian Stöckel, ein unbekannter Bekannter aus der Low Society. Nein. Doch wirklich. Jetzt sind ich habe dich gar nicht erkannt. Wir kennen uns aber von den Pudernbühnen. Von da bin ich ganz oft schon. Und wir kennen uns auch durch den Geschäftsführer, wie heißt er denn? Mahmoud. Herrn Mahmoud. Der hat uns mal vorgestellt zusammen. Aha. Auf dich freue ich mich nicht besonders. Aber ich habe schon Alzheimer ein bisschen, deswegen kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Okay. Ich freue mich auf dich. Ich habe ja schon bei RTL gesehen, du hast gesagt, du kennst niemanden. Aber jetzt werden wir uns erkennen. Okay. Dass It-Boy Julian nur die Light-Version von Ösi-Modell Larissa ist, weiß er noch nicht. Eine böse Vorahnung hat er aber schon. Vor dem Urwald habe ich keine Angst. Ich habe vor den anderen Leuten, die da mit im Dschungel sind. Das ist das Schlimmste. Ich habe ja nichts dabei. Hat Winfried nur einen Koffer? Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Ich will nichts mitnehmen. Ja, aber ich brauche trotzdem. Ich habe 2 Koffer. Warum fahren Sie denn mit in den Dschungel? Ja, weil mir das unfassbar viel Spaß macht und weil ich mich so freue auf eine große Klassenfahrt. Und ich freue mich ja auch, dass so ein richtiger, wirklicher Star dabei ist, ne, der Winfried. Zur gleichen Zeit in Gummersbach. Ein angehender Dschungelbade beim Sparhandicap, einem Benefizturnier. Der Wendler, der eigentlich Herr Skobronek heißt, will Eindruck machen. Hier und später im Busch. Es ist in der Tat so, dass ich den Leuten eine Chance gebe, mal wirklich meinen wahren Charakter kennenzulernen. Und der ist unverschönt. Ja? Man kann sich nicht verstellen über so eine lange Zeit. Und ich glaube, dass dann nach wenigen Tagen dann jegliche Fassade, auch bei den anderen Künstlern eben fällt, und man dann ganz genau analysieren kann, wie ist der Kerl wirklich. Geschminkte Wahrheiten über Wendlers Motivation gibt es heute auch vom angereisten A-Team der B-Promis. Vielleicht sein Image verbessern. Ja, genau. Ja, okay. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob da der Dschungel richtig ist. Also ich hätte dann was anderes gewählt, Let's Dance oder so. So, jetzt haben wir genug Dschungel. Der Dschungel ist ein bisschen. Jetzt geben wir was essen, aber keine Eier. Vogeleier. Der Michael ist der, den ich übrigens sehr schätze. Michael Wendler. Robert, könntest du mal ein bisschen für Ordnung sorgen, dass es nicht so laut ist hier? Ich kann doch nicht dafür hinschreien. So. Ja. Schreit dir nicht so an, der ist eine Art beseitete Art. Robert, einmal. Das mit dem Imagewechsel scheint dringend nötig. Echter Applaus klingt irgendwie anders. Heute in Deutschland, richtig? Ja, richtig. Gleich geht's los nach Frankfurt und dann geht's 24 Stunden nach Australien. Theatermime Glatzeder sieht dem Käfig voller Narren mit gemischten Gefühlen entgegen. Im Vorfeld überwiegt das Mitleid für die anderen Teilnehmer. Mit mir auszukommen ist schwierig. Warum? Welche Ecken? Ja, warum? 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 Weil ich ungeduldig bin, weil ich cholerisch bin, weil ich egozentrisch bin, weil ich dominant bin, weil ich nicht gelassen bin und weil ich nur Humor habe auf Kosten der anderen. Ja. Und das wird für die anderen schwer werden und ich bin mal gespannt, wie lange sie das aushalten. 40 Jahre liegen zwischen dem Dschungel und seinem größten Erfolg. Die Legende von Paul und Paula machte ihn in seiner Heimat zum Megastar. Kein anderer Film hat den Osten mehr bewegt als Glatzeders Durchbruch. Paula, ich komme!
Wir liebten diesen Film. Es hieß auch, er sollte fast verboten werden. Honecker selbst hat dann wohl gesagt, doch, wir wollen junge Leute gewinnen. Und das scheint bis heute ein Kultfilm zu sein, also der Lieblingsfilm der Kanzlerin. Zur 40-jährigen Jubiläumsvorführung erschien die Dame aus dem Kanzleramt sogar persönlich. Und zwar nicht nur wegen der selbstgepflückten Maiglöckchen vom Hauptdarsteller. Es war ein Film, der mich damals und nicht nur mich, sondern viele, viele in der ehemaligen DDR begeistert hat. Vor Jahren löste auch Der Wendler noch Begeisterung aus. Spiegel TV hatte sein Talent schon früh entdeckt und bis zur Schmerzgrenze begleitet. Ein Mann, geblendet von sich selbst. So, wie sehe ich aus? Geil. Geil, ne? Geil. Der Mann glaubt das sogar. Heute Nacht für euch hier Michael Wendler! Soll ich mich total nackig machen? Okay. Soll ich auch mein Hemd ausziehen? Soll ich weitermachen? Aber nur wenn die Hände oben sind! Auch nach der Show ist die Show nicht vorbei. Wendlers Eigenliebe kennt keine Pausen. Ich höre mich unglaublich gerne. Ich wäre ja auch mein größter Fan. Also wenn ich nicht der Wendler wäre, würde ich mir wirklich überall hinterherfahren. Wirklich wahr. Das ist nicht nur so ein Spruch, sondern ich habe viele Jahre immer gehofft, dass irgendwann mal ein Künstler kommt, der das macht, was ich jetzt mache. Aber es gab sowas nicht. Doch noch mehr als sich selbst liebt der Schlagerstar seine Fans. Hausbesuch bei der 1500. Verehrerin. Servus. Ich bin der Wendler. Und du bist das 1500. Mitglied in unserem Fanclub. Hallo, mein Schatz. Herzlich willkommen. Das ist zum Beispiel das was ganz Besonderes. Und zwar ist das Original-Wendler-Handtuch. Das ich nie gefangen. Niemals, genau, was niemals jemand so zu kaufen bekommt. Damit trockne ich mich immer bei meinen Events ab und manchmal schmeiße ich es ja auch in die Menge. Mhm. Also das auch für dich zum Knubbeln und Knutschen oder für die Kleine hier zum Beispiel. Jahre später in einer anderen Welt. Spiegel TV wird Zeuge, wie Winfried Glatzeder einen Sarg testet. Rückblickend eine Art Dschungelprophezeiung. Von euch werde ich ja gewaschen und alles. Vorher noch, ja. Vorher. So. Und könnt ihr ihn auch mal zumachen, bitte? Den Sarg? So lange im Sarg liegen, sollen wollen schnell verbrannt werden. Macht mal zu. Man kriegt ja Luft. Also man nicht, kriegt dass Luft. Ihr zuschraubt. Nein, das machen Nein. wir nicht. Okay. Oh ja? Jetzt ist er zu. Wenn ich mir vorstelle, ich schlafe, würde ich ein bisschen Beklemmung kriegen, was Sauerstoff angeht. Aber ich habe keine Angst hier drin. Ich finde das eigentlich schön und ich würde es gerne zu Hause im Keller mir hinstellen. So, lasst mich bitte raus! Herrlich, herrlich. Einmal im Sarg gelegen, ich habe keine Angst mehr. Vor wenigen Wochen hat der Regisseur Peter Kern einen Kinofilm mit Glatzeder abgedreht. Darin spricht der Schauspieler rein zufällig ausgerechnet die Schlüsselworte der RTL-Show. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Das ist alt, vielleicht 1,5 Monate. Da haben wir diese Szene gedreht. Ja? Und da wusste er schon längst, dass er da mitmacht bei Star. Darum sehen Sie auch, wie verschmitzt er da lacht. Er hat es ja geheim gehalten und plötzlich ist ein Lachen drin, denke ich merkwürdig, warum lacht er dabei? In der letzten Zeit ist es um den stimmgewaltigen Darsteller still geworden. Der Gang nach Australien könnte das ändern. Es wird auch uns helfen, mehr Publikum in unseren Film zu bringen, weil Glatzeder diese scheiß Show »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« mitgemacht hat, die ich aber jedes Mal immer gucke. In wenigen Augenblicken sind sie ihn hier los. Michael Wendler macht sich auf in den Dschungel. Letzte Ratschläge von einer, die schon da war. Jeder ist doch gespannt, oh, der Wendler geht in den Dschungel, cool. Ich meine, alle meckern immer, aber letztendlich wird der Wendler, wenn ich das jetzt mal sagen darf, die Quote rocken und den Dschungel rocken. Das ist einfach so. Es ist wirklich so, dass ganz, ganz viele Wendler-Fans sich darüber freuen, mich dann jeden Tag zu sehen. Aber auch ganz viele Antis, wir nennen die Leute so, die mich nicht mögen, Antis, auch die freuen sich wahnsinnig. Und sowas hat es noch niemals zuvor gegeben, dass so viele Menschen sagen, geil, dass der Wendler im Fernsehen zu sehen ist. Die nächste
nächsten Wochen werden zeigen, ob es so etwas wirklich gibt. Einen netten und sympathischen Wendler.